Eine erste Pivot-Tabelle soll angelegt werden. Die Basis, also die Daten, bilden die Ausgaben aus dem Jahr 2004. Da soll im ersten Schritt zusammengefasst werden, was hat denn der einzelne Lieferant in Summe geliefert, was ist da an Brutto aufgelaufen, wie häufig hat er geliefert, der Durchschnittsbetrag, der größte und der kleinste Betrag. Ich gehe, um die Pivot-Tabelle auszuführen, auf eine Zelle innerhalb dieser Tabelle. Dann wird bei der Anlage sofort der Bereich erkannt, sofern da keine Leerzeilen und Leerspalten zwischen sind. Das erschwert das Ganze, aber ich habe hier keine Leerzeilen und Leerspalten. Gehe dann auf das Register einfügen und wähle dort Pivot-Tabelle oder Pivot-Table. Im ersten Schritt wird der Bereich ausgewählt und der wurde automatisch ausgewählt, weil in diesem hier genannten Bereich keine Leerzeilen vorkommen. Es sind ca. 170 Datensätze und mehr muss ich da nicht machen. Das Ganze wird in einem neuen Arbeitsblatt angelegt. Bisher haben wir ja nur die Tabelle 1, wo die Daten stehen. Mit Klicken auf OK gibt es eine zweite Tabelle, das sehen wir hier auch. Im zweiten Schritt werden die Daten modelliert, das heißt, es wird festgelegt, was soll als Zeilenbeschriftung stehen, was soll als Spaltenbeschriftung stehen und welche Werte sollen auftauchen. Ich wähle hier als Zeilenbeschriftung die Lieferanten und ich möchte als Werte haben die Bruttobeträge, die ziehe ich hier bei Werte hin, dann steht hier Summe vom Brutto. Ich kann aber auch noch andere Funktionen einsetzen. Wenn ich das nochmal nach unten wähle, nach unten ziehe, dann steht da Summe vom Brutto 2. Aber ich möchte nicht die Summe vom Brutto 2 haben. Ich möchte die Wertfeldeinstellungen ändern. Klicke darauf und da wähle ich in diesem Fall Anzahl. Klicke auf OK. Dann haben wir hier Anzahl von Brutto 2. Das soll aber nur Anzahl heißen. Das heißt, ich klicke nochmal hierauf und wähle die Wertfeldeinstellungen und korrigiere hier die Spaltenüberschrift. Da soll nur Anzahl stehen. So fahre ich fort. Ich nehme dann als nächstes nochmal Brutto nach unten und kann hier in dem nach unten rollen. Und da soll dann die Wertfeldliste eingestellt. Die Wertfeldeinstellungen soll so sein, dass da Mittelwert steht und ohne von Brutto 2 soll die Überschrift lauten, also soll nur Mittelwert stehen. Das kann ich so weiter fortsetzen. Wir sehen hier auch schon die Daten entsprechend. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, das so auszuführen, dass diejenigen, die ältere Version von Excel kennen, das auch in der gewohnten Weise machen können. Ich wähle hier die Pivot-Tabelle-Optionen und da steht was von Anzeige. Und da steht klassisches Pivot-Tabelle-Layout, ermöglicht das Ziehen von Feldern im Raster. Das möchte ich. Klicke auf OK. Und jetzt habe ich das gewohnte Raster, was man bei älteren Versionen 2003 und älter hatte. Und da kann ich dann auch brutto nicht nur hier nach Werte ziehen, sondern ich kann es auch hier direkt hier reinziehen. Und das mache ich gleich nochmal. Und dann kann ich da noch die Maximal- und Minimalwerte auswählen. Ich schließe erstmal dieses, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich klicke hier an diese Stelle und wähle Wertfeldeinstellungen. Und da möchte ich jetzt das Maximum haben. Und gehe auf OK. Dann wähle ich hier das Minimum. Auch wieder die Wertfeldeinstellungen. Und da wähle ich Minimum und entsprechend soll auch die Überschrift lauten. Bei der Betrachtung dieser Pivot-Tabelle stört noch, dass wir hier unterschiedliche Nachkommastellen haben und das soll noch vereinheitlicht werden. Ich gehe zunächst auf Summe vom Brutto, drücke da die rechte Maustaste und wähle dort Zahlenformat aus und dort taucht Buchhaltung auf. Das Eurozeichen benötige ich nicht, ich wähle da keine, aber zwei Dezimalstellen möchte ich. Jetzt ist diese Spalte schon sinnvoll formatiert
Und das mache ich auch mit der Mittelwertspalte, jeweils Währung, keine und so weiter. So, jetzt habe ich auch die letzte Spalte entsprechend formatiert. Damit man das später schnell identifizieren kann, schreibe ich hierhin noch Daten 2004 und hier die Tabelle 2, die ziehe ich nach rechts und das soll dann heißen Statistik 2004. Damit ist der erste Teil abgeschlossen.